Hallöchen, ihr Lieben, da wären wir wieder und ich muss leider Gottes jetzt nachkommentieren, weil Fraps irgendwas gegen mein tolles Mikrofon hatte. Ja. Und ich habe eine Weile nicht mehr aufgenommen und jo, jetzt schaue ich mal nach, ob der gute Gast sein Bett überzogen hat. Das hat er nicht getan, die olle Sau. Und ich habe mir überlegt, wir schauen bei der Dame, bei der Jacques Elois Mutter vorbei. Vielleicht weiß die irgendwas über den Fall. Oh, ich hasse nachzukommentieren, das ist so blöd, ne? Aber okay, da gucken wir jetzt vorbei, mal sehen, ob die Alte irgendwas zu sagen hat. Ein bisschen naiv ist sie ja. Klopfen mal freundlich an, so freundlich wie wir sind. Da drüben wohnt ja der Sohnemann, das Muttersöhnchen. Hallo, ist da jemand da? Guck, guck. Ja, sie ist da. Sie schon wieder? Es reicht Ihnen wohl nicht, meinen Sohn verhaftet zu haben. Ach Mann, wir haben doch deinen Sohn gar nicht verhaftet, Mann. Das war doch der komische Wutzi da, das war ich nicht Ich glaube, dass Ihr Sohn unschuldig ist. Ich brauche aber Hinweise, um seine Unschuld zu beweisen. Genau. Meinen Sie? Mein Sohn hat mir den Safe-Schlüssel dagelassen, da im Büro. Da, nehmen Sie ihn. Mit dem Schlüssel werden Sie vielleicht das finden, was Sie suchen. Oh Mann, die Dame ist echt ein bisschen naiv. Die gibt uns einfach ein paar Sachen, die eigentlich ihrem Sohn gehören. Das wird den ja überhaupt nicht stören, dass wir in seinen Sachen rumschnüffeln. Ja? Jetzt gehen wir aber erstmal noch auf den Dachboden. Ich hatte mir überlegt, vielleicht gibt es da noch was abzugreifen. Und tatsächlich ein Radio. Also wieder hinunter. Und das frohe Schnüffeln geht weiter. Nicht in den Kartons, ne. Gucken nach dem Safe. Schauen wir mal. Schließen das ganze Zeug auf und eine jede Menge Papierkram. Eine Zusammenfassung seiner Untersuchung. So, und ob ich das jetzt an dem kleinen Bildschirm nochmal vorlesen kann, das werden wir sehen. Ja, Visitenkarte von Sophia Blake, die kennen wir. Zwischen zwei Berichten aus überseelicher Prohibition und die Bedrohung Europas durch den Kommunismus hat die Zeitung Jaron Parisien eine kleine Pressenotiz über die Affäre gebracht. Man erwähnt hier schon den verdächtigen Tod zweier amerikanischer Touristen. Ja, der Grund des Verbrechens ist jedenfalls noch unklar und die Polizei geht von Diebstahl aus. Und ja, Fazit ist eigentlich, dass die Polizei noch ziemlich im Dunkeln tappt. Der Brief belastet Faye und Gerard Johnson und ihr richtiger Name, wer der wohl ist, der Absicht, eine Reliquie namens der Kopf des Baphomet im Auftrag von Sophia Blake stehlen zu wollen. Folgen die Einzelheiten des ausgedachten Plans, um diese Aufgabe zu erledigen. Es wird erklärt, wie das Betrügerpaar sich in das Leben des Grégoire d'Alepont einschleimen sollte, indem sie sich als Bruder und Schwester ausgaben und die in Paris studierten unter dem Namen von Paul und Grace Eaton. Ja, das wussten wir ja schon. Geschafft, sollte Faye Schauspielern und d'Alepont in den Glauben versetzen, sie wäre eine gewisse Adeline oder Adeline, die verlorene Liebe des Grégoire d'Alepont, der war so doof, hat das geglaubt. Einmal im Besitz des Kopfes von Baphomet hat das Paar ihre Wohnung zu verlassen und soll mit Sophia Blake Kontakt aufnehmen, um neue Anweisungen zu erhalten. Und Blake gibt klar zu verstehen, dass das Paar erst bei der Lieferung der Reliquie bezahlt wird. Also ein ausgeklügelter Plan. An den Privatdetektiv Jacques Elois adressiert, wird im Brief darum gebeten, zwei mutmaßliche Verbrecher wiederzufinden, die einen Gegenstand von äußerst hohem Wert bei Herrn d'Alepont gestohlen haben. Die Adresse von einem Bruder und einer Schwester namens Paul und Grace Eaton waren dem Auftrag zugefügt. D'Alepont verspricht die Zahlung einer großen Summe unter der Bedingung, dass die Affäre diskret bleibt und der Polizei nichts zu Ohren kommt. Und die scheint die Geschichte von Elois zu bestätigen, zumindest teilweise. Die Freimaurerloge einer Bruderschaft, dem Anschein nach harmlos, beeinflusst von den Templern,
an die 10 Mitglieder, einige äußerst einflussreichen. Ja, Grégoire de Alepont ist der Chef, der große Bruder, er nennt sich GDA. Und Dr. Frank Kaufner ist seine rechte Hand und der nennt sich K. Das wissen wir schon. Mal sehen, wie es weitergeht. Dumoulin ist der Türsteher des Ortes ihres Zusammentreffens. Ja, der unfreundliche Typ. Die Notizen wurden von Faye gemacht. Sie notiert hier den Erfolg ihres Plans, Fragezeichen, der darauf besteht, dank ihrer, ach komm, das kann ich lesen, sich für die Wiederverkörperung einer jungen Frau namens Adeline auszugeben, die im Mittelalter gelebt haben sollen. Das hat der gekloppt, der Depp. Laut Faye scheinen D'Alepont, Kaufner, alle beide darauf reingefallen zu sein. Ich sag dir, es sind Deppen. D'Alepont hatte Faye versprochen, dass sie den Kopf des Baphomet betrachten könnte, aber erst wenn er eine Seelenwanderung geschafft hatte. Was soll das heißen? Immer merkwürdiger. Was ist wirklich los? Und die Edens haben ihre Wohnung eilig verlassen. Selbst ein verschlossener Safe wurde zurückgelassen. Ein ohne Schlüssel. Sie haben die Miete ihrer Wohnung nicht bezahlt und ihre Staatsangehörigkeit ist immer noch ungewiss, englisch oder amerikanisch, Fragezeichen, in Paris, Ende August unter dem Namen Johnson angekommen. Das sind so die Fragen, die er sich da notiert hat. Der Hausmeister bestätigt, sie waren nicht Bruder und Schwester, sondern Geliebte. Es war doch die Hausmeisterin da. Paul war oft in der Kneipe Alambic, herumprallen auf einem großen Coup zu sein, war Alepont das Opfer. Crazy suchte einen Psychoanalytik auf, das war Dr. Frank Kaufner. Und dieser ist ein Freund Alepont und Mitglied der Freimaurerloge des Ordens des Rosenkreuzes. Die Freimaurerloge gab es, glaube ich, meines Wissens nach sogar wirklich. Die Edens haben ihre Identität gewechselt, sie heißen jetzt White. Sie halten sich im Hotel Orphée verborgen. Johnson Eden White. Es handelt sich um amerikanische Pässe, die Faye und Jerome gehören. Sie sind vor einem Monat nach Paris gekommen. Der Mann ist so und so groß, das haben wir, glaube ich, schon gehabt. Das hatten wir alles hier schon, habe ich ein bisschen vorgedingenst. Oh Gott, vieles vorlesen und kein Wasser in der Nähe ist nicht gut. Jo, und jetzt habe ich gedacht, gehen wir doch einfach mal ein bisschen weiter, ne? Und zwar am besten in die Kneipe. Ja? Schauen wir mal, wie es unserer Betttante geht. Nein, unserem. Ja, Gas möchte ein bisschen nach Berenice gucken. Und die macht schon mit dem Barkeeper rum. Die olle Sau. Ja, die lässt nichts anbringen, die Dame. Mac! Verschwindest eine Ewigkeit und plötzlich tauchst du wieder auf. Da steckt doch was dahinter. Du bist meine kleine grüne Fee. Nachdem was wir zusammen erlebt haben, weiß ich, dass du immer auf mich warten wirst. Heul, heul, schluchz. Du bist die einzige Person, der ich in Paris vertrauen kann. Also, geh mit mir ins Bett. Nee, du bist meine... Ja, doch, immer noch beim... Baby, deinem wunderbar scharfen Blick wäre doch kein schöner, unbekannter Mann entgangen. Das hört sich doch gut an, ah? Berenice, du bist meine kleine grüne Fee. Nach dem, was wir zusammen erlebt haben, weiß ich, dass du immer auf mich warten wirst. Du bist die einzige Person, der ich in Paris vertrauen kann. Also... Humorvoll wie immer. Ich merke schon, dass dich die Pariser Luft inspiriert. Ja, das ist dramatisch. Ich habe hier schon mein Taschentuch griffbereit. Ah nee, es geht weiter. Nein, ernsthaft. Du bist wirklich die einzige Person, der ich vertrauen kann. Ich habe da ein oder zwei Fragen, auf die ich eine Antwort brauche. Mac, du weißt genau, dass ich dir nichts ausschlagen kann. Frag einfach und ich werde die Antwort für dich rauskriegen. Frage Nummer 1, wie groß ist deine BH-Größe? Frage Nummer 2, wie viel Haarschaum benutzt du? Und Frage Nummer 3, ist der Lippenstift echt oder sind deine Lippen wirklich so kirschrot? Nee, das fragt er nicht, das traut er sich Baby, nicht. Deinem wunderbar scharfen Blick wäre doch kein schöner, unbekannter Mann entgangen. Vor allem kein Amerikaner. Hast du im Alambic einen Typen bemerkt, der sich als Paul Eden vorstellte? Schon lustig, dass du auch davon sprichst. Da ist noch ein anderer Detektiv, der mich vor ein paar Tagen genau das Gleiche gefragt hat. Toller Typ, dieser Privatdetektiv, schöner Schnauzbart. Ja, ja, ich erinnere mich an Eden. Der war letzten Monat mit der Bande von Alambic zusammen.
sie erinnert sich an den. Ja, was sind wir da? Oh, Tor 1, 2 oder 3. Erinnerst du dich noch an den Abend, bevor du zu mir kamst? Erinnerst du dich noch an den Abend, bevor du zu mir kamst? Es gab da Komplikationen. Der Typ ist mir entwischt. Klar, ich habe ihn wiedergefunden. Aber ich muss wissen, ob du ihn hier schon einmal gesehen hast. Eloi. Jacques Eloi. Ja, naja, ich glaube, es war derselbe. Vor ein paar Tagen kam er und stellte ein paar Fragen. Ich weiß nicht mehr so genau. Du weißt nicht mehr genau? Berenice, es ist unwahrscheinlich wichtig, dass du mir alles sagst, was du über Paul Eaton weißt. Und ich muss dir gleich sagen, dass alles, was er dir erzählt hat, wahrscheinlich falsch ist. Ich glaube, sogar sein Name ist falsch. Gesprächig war nicht besonders der große Paul. Kommt vielleicht auch davon, dass er nicht gut Französisch spricht. Das Einzige, was ich verstanden habe, ist, dass er mit seiner Schwester, die ich noch nie gesehen habe, in Paris ist. Er hat ein, zwei Mal angedeutet, dass die beiden an einem großen Ding dran sind. Viel Knete, leichte Arbeit. Weißt du, Mac, wenn ich zurückdenke, war Paul Eaton schon immer ein zwielichtiger Typ. Zwielicht ist gar kein Ausdruck. Aber könnt ihr hier sehen, der im Hintergrund, der sieht doch ein bisschen aus wie der Geschäftsführer vom Hotel Orphée. Was macht er hier? Zur besten Primetime. Komische Gauz. Dem wollen wir nachher auf den Grund gehen. Aber erst gucken wir mal ein bisschen weiter. Ich sag's dir lieber, dieser Paul Eaton ist in eine schmutzige Geschichte verwickelt. Und ich hoffe, dass Albert, der Besitzer... Naja, ich hoffe, dass er Eaton nicht zu sehr vertraute. Paul und der Besitzer Hulot? Natürlich kennen die sich. Die sind sogar die besten Freunde geworden. Ach du Scheiße. Das ist nicht gut. Das ist kein gutes Omen. Paul Eaton, hattest du Gelegenheit, ihn seitdem wiederzusehen? Hör auf, den Eifersüchtigen zu spielen, Mac. Der einzige Amerikaner, der mir am Herzen liegt, bist du. Hier habe ich Eaton nicht wiedergesehen. Und was Albert, den Besitzer, betrifft, da weiß ich gar nichts. Ich nehme an, dass Paul sein Jahrhundertding gedreht hat und schon längst nach Borneo abgehauen ist. Sein Jahrhundertding. Ist das wohl wahr? Ist Hulot der Besitzer da? Der hat vielleicht was bemerkt, was dir entgangen ist, Baby. Ein gut aussehender, junger Amerikaner. Der kann einen schon verwirren. Ich schließe immer von dir auf andere. Ich sollte ihn heute Morgen treffen, aber er hat sich den ganzen Tag nicht blicken lassen. Weißt du, Mac, Albert Hulot hat sich nicht verändert. Immer noch genauso unberechenbar. Wenn ich ihn sehe, sage ich ihm, dass du ihn suchst. Danke, das ist lieb von dir. Ich bitte dich nur um eines, sei vorsichtig. Diese Geschichte ist verdammt kompliziert und viel gefährlicher, als sie aussieht. Wir sehen uns bald. Ciao, Mac, mach's gut. Tja, die Dame, die lebt im Alarmweg, glaube ich. Die hat überhaupt keine andere Beschäftigung, als hier rumzuhängen. Und der Geschäftsführer ist türmen gegangen. Komisch, der war gerade noch hier. Da saß er doch. Naja, dann wollen wir mal im Hotel Orphée vorbeigucken und ihn fragen, was er zu Primetime in der Kneipe macht. Ob er sich das leisten kann. Ja? Popelkönig? Hast du mir zu sagen, du, hä? Guten Abend, Sir. Herzlich willkommen im Hotel Orphée. Ich heiße Isidore Petit. Was kann ich für Sie tun? Ich weiß, wie du heißt, Mann. Als die Whites am Abend ihres Todes zurückkamen, haben sie da ein Auto bemerkt, das sie absetzte. Ein elegantes Auto. Ich kann mich nicht mehr an das Modell erinnern. Keine Ahnung, ich war hier am Empfang. Mallet kümmerte sich um die Tür, um alle Türen. Er war schließlich hier der Portier. Ja, und jetzt müssen hier alle Schlösser ausgewechselt werden, weil keiner weiß, was er mit dem Hauptschlüssel gemacht hat. Mann, der ist tot. Wenn Sie nichts dagegen haben, die Pflicht ruft. Auf Wiedersehen, Sir. Ach, der Typ ist so unfreundlich. Der Mallet ist tot, das ist viel schlimmer als deine gottverdammten beschissenen Schlüssel. Hä? Und deine Schlösser, die ausgewechselt werden müssen. Mann, sowas Unsensibles. Mal gucken, ob der Barkeeper aus Monsieur? Ist. Ist auch so drauf. Der Mann, den Sie identifiziert haben, heißt Eloi. Jacques Eloi. Können Sie diese Aussage bestätigen? Eloi? Komischer Name. Und auch noch Privatdetektiv. Also, das überrascht mich. Was für eine Aufregung. Er war hier, daran besteht kein Zweifel. Aber was dann war, kann ich nicht wissen.
So, das weißt du nicht. Marley hatte wohl echt getroffen. Haben Sie ihn telefonieren sehen? Mit wem hat er gesprochen? Ja, ich kann Ihnen bestätigen, dass er versucht hat zu telefonieren. Mit wem, weiß ich nicht. Zumal er keine Verbindung bekam. Zu welchem Zeitpunkt hat Eloin telefoniert? Oh, das war, nachdem Marley weggegangen ist. Genau unmittelbar, bevor er selbst gegangen ist. Also, er versuchte zu telefonieren und ging unmittelbar danach, ohne sich zu bedanken. Ach, so ein Rüpel. Danke. Keine Ursache. Das machen wir besser. Wir haben uns bedankt. Ja. Und an der Stelle machen wir auch wieder Schluss. Habe ich zumindest gesagt, dass wir auch wieder Schluss machen werden. Und schauen, wie das Ding hier weitergeht und ob wir den Mord aufklären können oder nicht. Bis dann, ihr Lieben, und macht's gut. Ciao.